permanent und dem Kind nicht anlegen, diese die Psyche, wenn es auf die Nacht heim geht. Wir haben immer mit der Psyche zu tun. Das lässt sich nicht ausschalten. Ihr könnt die Arbeit mehr oder weniger gehen lassen. Ihr könnt die Produktion mit heimnehmen. Die Psyche geht aber nicht. Wir sind permanent davon beschäftigt. Und damit man da jetzt nichts vorplappert, was habt ihr denn für psychische Fähigkeiten und Fertigkeiten, so, die ihr jeden Tag so verwendet? Was fordert euch da ein? Ja, stimmt. Bitte? Ja, Denkfähigkeiten, genau. Vergessen. Zahnfähigkeit, ja. Die kann ich übrigens recht gut. Mein Freund hat immer die Panik, dass ich mein Kind irgendwo vergesse. Und sie hat die Panik zu Recht. Der Größte ist jetzt 10 Jahre her, noch nie vergessen, aber ich hätte ihn schon ein paar Mal vergessen. Wenn ich nicht immer wieder daran erinnert wurde. Ja, man kann nicht alles kennen, da komme ich gleich dazu. Was fordert euch mehr für psychische Fähigkeiten? Kreativität. Halbwegs zusammengekramt. Übrigens, da fällt nie mehr ein, selbst wenn man unter Psychologen ist, fällt gerade auch nicht mehr. Was heißt jetzt psychisch? Das ist nur eine Liste an psychischen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die jeder von uns jeden Tag permanent verwendet. Um gleich mit einem Dings aufzuräumen, Sie werden schon wissen, wer von euch kann Multitasking? Ich habe jetzt was Gutes für euch, liebe Männer. Auch Frauen können das nicht, das haben sie euch nur eingeredet. Wobei, ich habe bis heute noch keine Antwort, warum Männer eine Suppen nicht wegrammen können oder einen Quant wegrammen können. Ich glaube einfach, weil wir ein bisschen doof sind. Wir kriegen es nicht hin. Wir kriegen das geistig irgendwie nicht hin, dass wir das Quant irgendwo hinrammen, was hingehört. Das Problem ist aber, dass die Frau irgendwann einmal sagt, ja, das gehört ja quatsch schnell, also muss ich so wegrammen. Und der Mann hat wieder gewonnen. Also, Multitasking geht nicht. Wir haben sehr viele psychische Fähigkeiten und Fertigkeiten, die wir regelmäßig verwenden und auch gleichzeitig verwenden. Aber wir können nicht zwei Tätigkeiten im Gehirn gleichzeitig machen. Stimmt das? Nicht ganz. Weil wer von euch kann Auto fahren und telefonieren gleichzeitig? Wer von euch kann es gut? Wer von euch liegt sich gern selber an? Keiner von uns kann das. Sie haben gehört, Freisprechenrichtung ist wurscht. Das ist völlig egal. Sie müsst euch beim Autofahren gleichzeitig aufs Autofahren konzentrieren und gleichzeitig aufs Reden. Das geht nicht ganz so gut. Weil spätestens dann, ihr kennt das deswegen, weil wir eine gewisse Speicherung im Gehirn, dann kommen wir nachher dazu beim prozeduralen Gedächtnis, dass wir nicht mehr nachdenken müssen, wenn wir Auto fahren. Oder? Das ist Routine geworden, das ist gut so. Wenn Sie euch aber während dem Autofahren in ein Gespräch vertieft, ob mit Freisprecheinrichtung oder nicht, verfahrt und nicht wisst, wo es hinfahren müsst, was passiert dann? Dann, ich rufe dich gleich zurück, ich muss schauen. Das geht nicht. Man kann nicht immer gescheit nur die Walking machen während dem Reden. Dann fangen wir zum Schleifen an, weil man irgendwie nicht alles gleichzeitig machen kann. In dem Fall ist es gegangen vielleicht schon. Wir sollten aber heutzutage permanent 100.000 Sachen gleichzeitig können. Egal, ob man in der Produktion ist oder in der Verwaltung oder ob man daheim ist. Das ist wurscht. Und das geht aber nicht. Ich möchte gar nicht auf alles eingehen, nur auf ein, zwei, drei Sachen. Persönlichkeit, die man hat, kann man die leicht ändern? Ja, aber das versprechen mir die ganzen Mental-Coaches und Esoterik und Energetiker, dass man, wenn du anders sein willst, dann stärke dann, dann bist du anders. Geht das so leicht? Denkt an die Worte eurer Frau. Wie oft hat man das schon gehört? Kannst du nicht ein bisschen weniger sein? Verstehe ich ja. Kannst du nicht ein bisschen anders sein? Und funktioniert? Nein. Damit es nichts gibt, umgekehrt genauso wenig. Wahrscheinlich. Ja? Das geht nicht. Man kann ein Verhalten ändern. Aber nicht die Persönlichkeit. Zumindest nicht so schnell. Das dauert ein paar Jahre, wenn man sich bemüht. Das nächste ist Emotionen. Wer von euch hat die Emotionen immer im Griff? Zumindest so weit, dass es nicht zum Schaden von einem anderen ist. Das geht halbwegs. Aber trotzdem, es gibt aber Betriebe, nein, Betriebe eigentlich hat das eigentlich manche Leute so, man muss seine privaten Probleme bei der Eingangstür anlegen. Geht das? Nein, geht nicht. Man kann manche Sachen kann man verdrängen. Man kann manche Sachen ein bisschen hinten anstellen. Aber wenn es hier gerade vor der Scheidung steht,
dann habt ihr die Sachen auch im Kopf, wenn ihr in der Hocken seid wahrscheinlich. Nicht immer, nicht permanent, aber immer wieder. Das ändert sich nicht. Weil das Gehirn sich nicht abschalten lässt und ihr könnt es nicht sagen, ja, jetzt tue ich mal den Teil einmal vom Gehirn weg. Der ist nicht da. Das geht nicht gut. Ab und zu funktioniert, das kommt immer wieder. Ihr kennt das alle vom Saufen, ihr habt auch schon mal euch das Hirn wegsaufen und am nächsten Tag habt ihr einen blöden Scherl gehabt und die Probleme waren noch immer da, oder? An dem Abend habt ihr nicht dran gedacht, das stimmt. Und wie lange habt ihr dran gedacht? Bis zum nächsten Tag. Oder? Das kennt ja jeder, dass man sich mal einem hinter die Binde gibt. Damit man mal nicht an was denken muss. Das funktioniert aber nicht lang. Und eine Geschichte, auf die auf jeden Fall eingehen möchte, ist Arbeitsgedächtnis oder Gedächtnis. Es gibt Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis. Kurzzeit ist das, was man sich von einem Tag bis zu einer Woche merkt, Langzeit von einer Woche bis überhaupt. Und dann gibt es aber auch das Arbeitsgedächtnis. Das ist das, was man sich von jetzt auf gleich merken kann, über den Tag verteilt. Und das ist nämlich nicht viel. Ein Mensch kann sich durchschnittlich nur 6, so 4 bis 8 Sachen gleichzeitig merken. Mehr nicht. Das andere, was man sich über den Tag dann wieder erinnert, ist eine Erinnerung, wenn man es vergessen gehabt hat. Und wenn ich euch jetzt sage, Gummiboot, Topfpflanze, Hartepich, Waffenkehrer, Wiesenspringer, Rasenmäher, Schwantelfeger, wer kann man das wiederholen? Na alle, wer kann man alle wiederholen? Wieso könnt ihr es nicht wiederholen? Ja, ist korrekt. Stimmt ja. Ich habe es euch nicht richtig aufbereitet, das was ich gesagt habe. Ich habe nicht gesagt, Gummiboot, Topfpflanze. Was nun nicht? Warum nun nicht? Viel zu schnell, nicht adäquat aufbereitet. Was nun? Gibt es das zur Zeit aufpasst? Ja, ist okay. Ihr seid geistig vielleicht gerade woanders. Ich werde jetzt schon seit 2 Stunden zugetextet mit irgendwelchen Sachen. Eure Konzentration ist schon weg. Es war komplett sinnbefreit. Es waren irgendwelche Wörter, die mit dem überhaupt nichts zu tun gehabt haben. Frage an euch, weil wir von der Erreichbarkeit und von den Medien da geredet haben. Wer von euch bekommt die Informationen und die Reize, die ihr jeden Tag so bekommt, wirklich immer sinnbezogen, mit dem nötigen Kontextbezug, mit der nötigen Aufmerksamkeit, mit dem nötigen Interesse, mit der nötigen Aufbereitung, mit der nötigen Vorbereitung? Ha? Bitte? Keiner, genau. So hätten das aber alle Kinder. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der für euch wichtig ist. Wir haben eine Reiz- und Informationsüberflutung permanent. Am Land vielleicht ein bisschen weniger als wie bei der A1 in Anföhn, wo ich Autobahn anrufe oder mitten in der Stadt. Dennoch, wenn ihr heute im Internet herumsurft, habt ihr schon mal auf Amazon irgendwas geschaut? Noch nie? Probiert es einmal. Früher ist man in ein Geschäft gegangen, da hat es 3 Fernseher gegeben, einen hast du genommen oder nicht. Heutzutage schaust du auf Amazon Fernsehen noch dem 200. bis Schausagert, weil du nicht entscheiden hast, Kinder, und hast 27.000 Werbung gehabt beim Internet. Das geht auf Dauer nicht. Fahrt einmal in die Plus-Sitte. Das ist eine Reizüberflutung, das ist ein Wahnsinn. Am Boden sind Bildschirme, auf der Seite sind Bildschirme. Im neuen Teil nämlich. Da sind unten Ascherbücher und auf der Seite Lichtblinken und dann Musik überall, blink, blink, blung, blung. 100.000 Leute. Das ist eine Reizüberflutung. Gilt aber für euch daheim genauso, wenn ihr im Internet surft oder wenn ihr nur Spiele spielt oder Fernsehen tat oder sonstiges. Das ist eine Reizüberflutung. Und je mehr man im Kopf arbeiten muss, wer körperlich viel arbeitet, ist nicht so das Problem. Wer viel geistige Arbeit hat, der muss am Abend eigentlich weniger davon machen. Wenn man es hier hätte.